Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Kirby Triple Deluxe. Wir befinden uns in Welt 5 und ja, die ersten beiden Level haben mich schon ziemlich gefordert, muss ich sagen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das Bild sieht nicht gerade freundlich aus, aber mal gucken. Ich meine, ich finde es ja gut, dass es schwieriger wird. Das auf jeden Fall. Wieder ziemlich Hallöchen. Lila. Finde ich aber auch sehr schön. Aber, also ich finde, fordernd ist immer schön. Nervig wieder weniger. Was ist das denn hier? Ich springe erstmal gekonnt dran vorbei. Da ist die Glocke. Nee, ich bleibe aber dem Kämpfer. Obwohl die Glocke auch ganz cool ist. Ist das sowas zum Teleportieren? Ja, ist also eigentlich wie so ein Stern. Ich könnte mir vorstellen, dass ich später mehrere Boxen aufstelle und man nicht weiß, wo man dann landet. Mal gucken. Aber die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Und das finde ich... Hui! Oh nein! Ganz schön, dass die immer neue Ideen einbauen, wollte ich sagen. Ich finde es aber nicht so schön, dass mich das jetzt jagt. Ich hasse sowas. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Vor allem, weil ich hier jetzt auch noch aufpassen muss, dass ich nichts verpasse. Das ist nicht nett. Um Gottes Willen. Das ist ja mies. Das ist auch mal eine andere Art von Scrolling-Level. Also es ist ja kein Scrolling-Level, aber du wirst halt gezwungen, dich zu bewegen irgendwie. Und ja, da kann man sehr gut was verpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Oh nein, warum schon wieder? Ich mag das nicht. Naja, ich glaube bei meinem Kämpfer, glaube ich. Jetzt kommen die auch noch von der anderen Seite. Wenn ich keine Zeit habe, alles zu erforschen. Ich meine, ihr habt das Let's Play ja auch gesehen, hoffe ich. Und ihr wisst, dass ich immer gerne alles erforsche. Deswegen finde ich es nicht so nett, dass ich hier jetzt so gejagt werde. Okay, hier ist wieder ein bisschen ruhiger. Also ich fände es gemein, wenn sie in diesen Passagen was verstecken würden, aber ich würde es ihnen ohne weiteres zutrauen. Okay. Natürlich! Knapp daneben ist auch vorbei. Okay. Ich nehme mal den Stachel mit. Da ist eine Zeituhr, aber wenigstens jagt mich hier keine Wand. Da muss es hin. Komme ich da so hoch? Mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Nein, also den Igel mag ich jetzt auch nicht wirklich gerne so zum Kämpfen. Okay, es reicht. Aber, ich habe gerne überhaupt eine Fähigkeit. So. Machen wir mal eben kaputt. Autsch. Der Radius war größer, als ich dachte. Aber hier ist auch noch was. Da geht auch der Pfeil weiter. Ich meine, das Ding respawnt ja. Beziehungsweise ich kann auch einfach... Ich möchte aber wissen, ob da unter dem Stein irgendwas ist, weil es ist irgendwie so ein bisschen verdächtig, dass ich von beiden Seiten aus da dran komme. Also ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt einen Weg nehmen muss. Ich könnte beide nehmen. Ach, verdammt. Ja, klar. Bin auch schlau. Passe ich da jetzt noch? So. So, mal gucken, ob das jetzt reicht. So, so, so. Weil das ist eindeutig hier schwerer zu erreichen. Ja, und da ist auch was drunter. Ich wollte sagen, es ist nämlich verdächtig, wenn ich von der anderen Seite hier auch dran komme. Dementsprechend den Stein nicht wegsprengen müsste. Okay, aber das ist der zweite. Das heißt, ich habe in dieser Passage, wo wir gejagt werden, auf jeden Fall was verpasst. Habe ich mir schon fast gedacht. Einfach weil das so hektisch war und ich da auch überrascht von wurde. Also, danke. Ich meine, klar, ich habe das in dem Vorschaubild gesehen, aber ich dachte jetzt nicht, okay, da ist nichts mehr, dass ich davon gejagt werde. Aber okay, wir haben ja bislang... Hier immer irgendwas vergessen.
Deswegen, ja. Ich flieg dann doch lieber erstmal davon. Ich weiß schon, warum man hier die Flügelfähigkeit bekommt. Na, so. Das ist ja mies. Achso, ich musste in die andere Richtung. Ich war jetzt irgendwie komplett überfordert. Mit Vorder- und Hintergrund. Da oben ist was. Ich möchte die Tür nehmen. Die war schwerer zu erreichen. Jawohl. War die richtige Entscheidung. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall am Anfang nochmal suchen. Aber die anderen beiden haben wir. Also das Level ist cool, finde ich persönlich. Wahrscheinlich wäre dann im Umkehrschluss hier oben dicht gewesen, wenn ich die andere Tür genommen hätte. Nee, ich finde das schon ganz cool, dass man so verfolgt wird. Weil sowas hatten wir ja bislang, glaube ich, noch nicht. Ach, da ist das Ziel. Was war denn auf der anderen Seite? Nix. Nix, okay. Aber es war echt anstrengend. Deswegen muss ich im ersten Teil gleich nochmal gucken, wo ich da überhaupt was verpasst habe. Da habe ich nämlich gerade keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Offensichtliches übersehen. Aber ich war so auf das Verfolgen fixiert, dass ich das nicht mitbekommen habe. Aber ich finde, 2/3 ist auf jeden Fall ein guter Schnitt für dieses Level. Für diese Welt vielmehr. Deswegen kann ich damit leben. Nom nom nom. Alles klar. Elial. Ach, Elial. Ah, okay. Stachel-Kirby. Hatten wir beide noch nicht bislang. Gut. Oh, das sieht wie ein Einquetsch-Level aus. Also das ist eigentlich keine Feuerwelt, das ist eine Ich-ärgere-den-Spieler-bis-zum-geht-nicht-mehr-Welt. Mhm. Ernsthaft? Okay. Das ist so von wegen, oh mein Gott, die Tür, und du gehst durch die Tür und ja, ein Stückchen weiter wäre dann die zweite Tür gewesen. Alles klar. Ich hätte gern den da? Ah, da oben will ich hin. Okay. Den kann ich schon mal nicht nehmen. Okay. Also das war wieder so, okay. So Panik. Also man hat dann die Tür gesehen und hat sich gedacht, oh, okay. Muss ich da so direkt durchschießen? Ah, okay, so muss ich das machen. So. Wunderbar. Das Problem ist bei solchen Leveln, wo man gejagt wird, man sieht sich nicht so wirklich gut um. Und, ja, so viel will ich jetzt noch eben erzählen, bevor ich dann eventuell schneide und den Rest offscreen mache von diesem Level. Man sieht sich nicht so gut um, weil man einfach nur nicht sterben möchte. Und dann vergisst man oftmals irgendwas. Ich meine, ich habe versucht, mich so gut wie möglich umzusehen nebenbei. Muss ich hier jetzt wieder was freisprengen? Ja. Ich habe es wirklich versucht. Habe auch nichts übersehen, so gesehen. Also bei dem Level selbst habe ich ja wirklich nichts übersehen. Da war ja auch kein Sonnenstein. Hätte gut passieren können, hätte mir auch keiner übel nehmen können, weil bei solchen Leveln ist man ja immer irgendwie so ein bisschen hektisch. Aber nee, da habe ich tatsächlich alles im Blick gehabt. Nur ich habe da natürlich die Tür gesehen, die Wand, die immer näher kam. Und bin dementsprechend sofort in die Tür rein. Und habe dann vollkommen außer Acht gelassen, komm her, dass da eventuell weiter hinten noch eine zweite Tür ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, da achtet man dann auch nicht so wirklich drauf. Ich meine, klar, wenn man aufmerksam geguckt hätte, hätte man sehen können, dass es da noch ein Stückchen weiter geht. Das habe ich jetzt auch nur getan, weil ich noch einen kurzen Moment Zeit hatte und mich da mal umgesehen habe. Aber, ach ja, ich musste ja in die Richtung. Prinzipiell finde ich das halt schon gemein, dass da einfach noch eine zweite Tür ist. Aber okay, gut gemacht. Wie gesagt, ich mag dieses Level. Jetzt gehen wir mal unten lang. Wir waren ja vorhin oben. Oder gerade vielmehr. Dann kann ich das hier aufmachen. Und dann komme ich da oben nicht mehr lang. Genau, so wie ich es gesagt habe. Und du siehst es sogar noch von hier aus und ärgerst dich dann. Also das mit den Türen, beziehungsweise mit den doppelten Türen, das machen sie offensichtlich gerne, um den Spieler zu ärgern.
Aber gut, war ein schönes Level, wenn auch ein bisschen hektisch. Muss aber auch mal sein. Und es hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert, das nochmal abzuschließen. Das ist schon mal ganz gut. So, geheilt sind wir auch. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal Hopsala und können dann ins nächste Level. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Sah ja auch wieder so ein bisschen nach Penetration aus, um ehrlich zu sein. So ein bisschen, ich quetsch dich jetzt ein. Also wir hatten echt alles. Wir hatten Sachen, die mich verfolgt haben, beschossen haben und jetzt offensichtlich auch noch Sachen, die mich einquetschen. Ich nehme mal so einen Bombenkerl mit. Weil die mir hier so demonstrativ angeboten werden. Aber wir werden hier... Nein, viele Fähigkeiten angeboten. Ich glaube, bei den Bomben, denke ich. Die finde ich eigentlich ganz gut. Kann ich euch nicht besiegen? Offensichtlich nicht. Na gut, oder ihr respawnt immer oder seid einfach hartnäckig. Egal. Wir haben ja wieder 4 Sonnensteine, die wir finden müssen. Da hinten sehe ich einen Felsen und eine Tür. Nein! Okay, wofür das da ist, ist ja offensichtlich. Für das One-Up. Okay, du hast dich aufgespießt. Okay. Dann vermutlich kriege ich den Felsen denn kaputt. Hä? Okay. Da haben wir 3 Stück. Du kannst schon mal verschwinden. Und da ist ein Schlüssel. Und da ist schon wieder eine Rakete. Ach so, für das da, oder? So. Damit ich an den Schalter komme. Und da ist der Stern, okay. Wo kommst du denn schon wieder her? Zerkibbel bitte. Da muss ich das jetzt irgendwie kaputt kriegen, richtig? Nehmen wir mal... Die hier zuerst? Dann... Die 3, genau. Und dann bitte da einmal. Dankeschön. Wo waren die... Nein! Okay. Dann verschwindest du jetzt. Los. Danke. Zack. Aber da war doch nur ein extra Leben, oder? Also nur in Anführungszeichen. Da war kein Sonnensplitter. Ach so, jetzt komme ich hier nicht rüber. Weil ich den nicht freigesprengt habe. Aber wie hätte ich den von oben? Hätte ich wahrscheinlich hier irgendwo die Rakete hinsetzen müssen. Wäre da tatsächlich nur ein Extra-Leben gewesen? Ne, da geht's doch noch weiter. Okay. Wobei, ich könnte mich auch umbringen lassen. Los, bring mich um. Da unten gibt's ja wieder ein Extra-Leben, von daher gesehen. Bring mich doch einfach. Dann bringe ich mich eben selber um. Wenn du nicht willst. Ne, da ist garantiert auch ein Sonnenstein. Wo sind hier Stacheln? Da sind Stacheln. Das tut mir leid, Kirby. Aber das muss jetzt einmal sein. Dann muss ich das komplette Level nochmal spielen, obwohl wir noch nicht so viel gemacht hatten. Aber dann lande ich halt direkt wieder in diesem Screen hier und dann kann ich das nochmal versuchen. Deswegen. Ich mache das nicht gerne, aber was muss, das muss. Weil da ist garantiert, wir haben ja da diese Bombe gesehen, die man benutzen kann. Das heißt, da geht es garantiert noch weiter. Okay.
Aber hier würde mir nichts nützen, würde ich eher sagen. Da so, oder? Jawohl. Okay. Da hätte man auch gleich drauf kommen können. So, wie habe ich denn hier geschossen? Ich habe erst die beiden kaputt gemacht, richtig? Danach habe ich die drei kaputt gemacht. Man kann ja drei auf einen Streich machen. Und anschließend noch den hier. Ich mag das mit den Raketen im Hintergrund nach wie vor. Das ist ganz schön. Ich wollte dich eigentlich mitnehmen. Weil den Speer finde ich zwar ganz gut, aber ich mag dann doch den Boomerang lieber. Also prinzipiell eine Fähigkeit, die ich so gar nicht mag, gibt's nicht. Ich mag die alle auf ihre Art und Weise. Aber manche benutze ich einfach lieber als andere. Oh. Zack. Schlüssel. Dann wollen wir doch mal. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, dass man mit dem Schlüssel nicht fliegen kann. Das ist dann immer so ein bisschen fies. So, hier ist auf jeden Fall unser Leben. Ja, und da geht es natürlich weiter, weil der ganze Aufwand für ein Extra-Leben ist ein bisschen viel. Das ist Nummer 1. Okay, alles gut. Aber das hier sieht so ein bisschen weniger nach Feuerwelt aus, finde ich persönlich. Das ist eher so eine Höhle. Vielleicht haben sie es ja wieder geteilt, so von wegen Höhle und Feuer. Oder es ist einfach Zufall erstmal. Mal gucken, wir werden das weiter beobachten. Oh nein. I see what you did there. Das ist aber irgendwie cool, finde ich persönlich. Also noch ist es ja einfach. Deswegen finde ich es auch noch ganz angenehm. Man sollte es, glaube ich, nur nicht überstürzen. Oh. Okay. Jetzt hier. Jetzt da. Will ich den Schneemann mitnehmen? Ich glaube. Ich denke mal, man ist auch sofort tot, wenn man sich davon treffen lässt. Könnte ich mir so vorstellen. Okay. Oh, der Bogenschütze. Ich will den Bogenschützen. Der ist voll cool. Zack. Hier unten noch irgendwas? Nö. Na. Ah, der Bogenschütze ist echt praktisch. Oh nö. Kanonen mit Feuer. Und die schießen ganz schön schnell. Nein! Ich hab's noch getroffen. Ich sterbe in diesem Level irgendwie zu oft, habe ich das Gefühl. Ach, da so. Ich glaube aber in diesem Level... Also ich nehme jetzt erstmal den Bogenschützen, aber... Na, ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich auch versuchen, von Weitem schon zu schießen. Weil der Kanone, das ist echt ein bisschen gemein. Na, kommst du wohl her? Etwa so, genau. Ach, ich kann die Kanone auch gleich zumauern. Warum sagt mir das denn keiner? So, sehr schön. Hallo Bogenschütze. Aha. Achso, das ist nur ein Stern in Anführungszeichen, aber dennoch. Mhm. Hi. Nicht schon wieder, warum mache ich das immer? Memo an mich, nicht mehr versuchen im Fliegen zu schießen. Das funktioniert nicht so gut. Ach Mensch, dieser Levelabschnitt ist aber auch... Nein! Böse. Bin ich die Einzige, die sich in dieser Welt so unsagbar gut anstellt? Aber ich fand auch so, bislang waren die Welten immer ganz angenehm. Klar, hast du vielleicht mal irgendwie was abbekommen, aber... Ne? Und die Welt hier so... Höhöhö, ich töte dich. Aber so richtig...
Also es funktioniert natürlich mit dem in der Luft schießen, wenn man das richtige Timing hat. Aber es ist alles andere als einfach. Vor allem da unten. Was ist denn da? Eine Bonustür, na sieh mal einer an. Ach, es ist wieder mit dem. Nicht ganz. Na? Hey. Beides zu koordinieren ist gar nicht so einfach. Nein, dreh dich nicht so weit. Na, geht doch. Erstes Problem beseitigt. Gut. Es ist gar nicht so einfach mit dem Hin- und Herkippen. Muss ich sagen, weil das Ding reagiert sehr sensibel. Das heißt, es dreht sich oftmals einfach zu weit. Aber Nummer 2 haben wir auf jeden Fall. Gut. Dieses Level. Oder generell alle Level dieser Welt. Also, ich fand Welt 4 war eigentlich recht angenehm. Vor allem der Boss war ja mega einfach. Und diese Welt hier ist so, wow, unsagbar böse. Das ist wohl irgendwie so der Ausgleich dafür. Da habe ich ja schon Angst auf den Boss hier. Yay. Da ist eine Fake-Tür, wie mies. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was passiert. Nichts Gutes. Aber man stirbt zumindest nicht. Nee, es hat mich nur irritiert, dass man da hoch konnte. Aber da ist nichts. Okay. Einmal umsonst gegen die Wand geklatscht. Also hier muss man wirklich ein bisschen Geduld beweisen. Ah, schon wieder. Dahin. Und hierhin. Da oben? War da oben irgendwas? Da oben ist, glaube ich, die Tür, oder? Ja. Okay. Die Passage hätten wir auch geschafft. Oh, jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer. Mega-Nova-Action. Es ist meistens so, wenn die Mega-Nova kommt in den Leveln, wo man 4 Sonnensteine hat. Und, dann kann man 2 damit immer einsaugen, auf irgendeine Art und Weise. Ist aber meistens eher entspannt. Was ist das hier? Oh! Ha! Wie cool! Hier noch irgendwas? Nö. Das ist ja eine coole Idee mit diesem Motor oder mit diesem Bohrdings. Ich muss mich hier halt nur immer noch ein bisschen umsehen. Okay. Was ist denn das da? Ist ja eklig. Da noch irgendwie was versteckt? Nein, okay. Die Gesichter von diesen Felsen, es tut einem ja schon fast leid. Okay, weiter bohren kann ich nicht. Alles klar. Dann geht's hier weiter.
dahinter irgendwas? Nö. Hätte ja mal sein können, dass sie da was verstecken. Hätte ich zwar mega mies gefunden, aber... Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ups. Bleibt mal, glaube ich, hier so stehen. Guter Plan. Und weiter. Okay. Kann ich euch erstmal wegsaugen? Danke. Aber das mit diesem Motor, wie gesagt, das finde ich echt ganz cool. Das hier, wie gesagt, eher weniger, aber... Wehe, sie haben da irgendwas versteckt. Ist da noch irgendwie was? Scroll zumindest nicht mit. Okay. Oh, die Nase von ihm. Okay. Nimm ich. Aber irgendwie so langsam bräuchte ich mal wieder einen Sonnenstein. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass ich schon wieder einen verpasst habe. Was ich nicht so toll finden würde. Okay. Oh, wieder so ein kleiner, ich sag mal, Bosskampf irgendwie. Okay. Oh, okay, ich hab's verstanden. Ich müsste vielleicht auch ihn treffen. Das heißt jetzt. Okay, ich hab's kapiert. Der ist schon mal weg. In den Vulkan rein. Na, wer von euch jetzt? Und Nummer 2 ist weg. Könnte sein, dass ich dafür auch einen Sonnenstein kriege. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch mit diesen 3 Vögeln. Oh, falsche Richtung. Und du bist auch weg. Ja, das war mit diesen 3 dicken Eulen, ne? Ha, erwischt. Ich habe ja schon gedacht, könnte schwierig werden. Oh, da kam ganz viel raus. Jawoll. Bist du Nummer 3 oder 4? 4. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dafür haben wir zu viel verpasst gehabt. Aber gut. Alles klar. Da mache ich jetzt noch mal einen kurzen Schnitt. Und dann schauen wir mal, wo sich der letzte Sonnenstein verbirgt. Shadley. Okay. Funkenkine. Pacto. Alles klar. Level 5. Okay, das sieht ziemlich düster aus. Ja, kurzer Schnitt. So, ich bin jetzt da gerade bei, die Stage zu erforschen. Und, ich glaube... Ich weiß jetzt, wo ich was vergessen habe, deswegen habe ich euch mal wieder dazu geholt. Das ist nämlich, glaube ich, bei diesen Feuerfontänen, wo ich mich quasi auf diesen Waggon gestellt hatte mit der Supernova. Und, danke. Wo ich dann Pause gemacht hatte, um nicht gebraten zu werden. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr ist. Weil es ging da doch schon ziemlich weit hoch. Ich hatte auch erst überlegt, da nachzuschauen. Hab dann aber tatsächlich gedacht, das werden die nicht machen. Das wäre ein bisschen krass, wenn du dazwischen hoch müsstest. Und ich glaube im Nachhinein doch, dass das genau die Stelle ist, wo ich hin muss. Und deswegen, ja. Mal gucken, ob ich recht habe. Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, wo es sein könnte, aber... Das könnte ich mir echt vorstellen, dass sie das gemacht haben.
Die Parts hier in dieser Welt sind auch immer so lang. Oder auch generell, auch in der letzten Welt schon. Es tut mir leid, dass die immer so lang werden, teilweise, also eine halbe Stunde oder so. Aber es passt manchmal einfach. Und ich denke, da ist auch keiner unbedingt böse drum. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht immer alles rausschneiden. Das finde ich immer so ein bisschen schade. So ein bisschen was rausschneiden, okay. Aber ich finde, ihr könnt ruhig sehen, wie ich suche. Warum nicht? Und es sind ja auch viele Parts dabei, die dann wirklich normal lang sind. Von daher gesehen passt das, glaube ich, schon. So. Jetzt müssten wir fast da sein. Ja. Aber wenn ihr mal da oben guckt, das sieht verdächtig aus. Man kann da voll weit hoch gucken. Jawohl. Alles klar. Wie gesagt, ich hatte es vermutet, ich wollte da erst hoch und habe dann gedacht, ach Quatsch, lass mal. Hätte ich das mal getan. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich auf der Overworld wieder. So, nicht ganz auf der Overworld, aber so gut wie. Nee, war ein schönes Level auf jeden Fall. Also gut, den einen Sonnenstein da oben, den hätte man finden können, gebe ich zu, aber... ja, ich war doch ganz erfolgreich, finde ich. Und ich bin auf der 1 gelandet. Das war jetzt Level 4. Hatten wir jetzt noch ein oder zwei Level? Ich glaube zwei, oder? Also 5 und 6. Plus Boss und Bonus, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall noch einen Maulip. Alles klar. Und 100% bislang. Also meine 100%, sag ich mal. Nee, wir hatten noch 5 und dann den Boss. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann hier weiter mit endloser Explosion und endlosen Qualen. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Kirby Triple Deluxe und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.